Die Schwierigkeit ist anzufangen. Für den Dummkopf ist das keine Schwierigkeit, der kennt ja keine Schwierigkeit. Der macht Kinder oder macht Bücher, er macht ein Kind, ein Buch. Ununterbrochen Kinder und Bücher, es ist ihm ganz gleichgültig, er denkt ja nicht nach. Der Dummkopf kennt keine Schwierigkeit, er steht auf, wascht sich, geht auf die Straße, wird überfahren, ist ein Brei, es ist ihm egal. Ich weiß nicht, was sich die Leute unter einem Schriftsteller vorstellen, aber jede Vorstellung in der Beziehung ist sicher falsch. Was mich betrifft, bin ich kein Schriftsteller, ich bin jemand, der schreibt. Ich bin am liebsten allein. Mein Haus ist auch eigentlich wie ein riesiger Kerker. Ich habe das sehr gern. Möglichst kahle Wände. Es ist kahl und kalt. Das wirkt sich auf meine Arbeit sehr gut aus. Die Bücher oder was ich schreibe, gleicht ganz dem, worin ich hause. Manchmal kommt mir vor, dass die einzelnen Kapitel in einem Buch so wie einzelne Räume in diesem Haus sind. Die Wände leben, nicht so. Wenn man eine weiße Wand anschaut, stellt man fest, dass sie ja nicht weiß, nicht kahl ist. Wenn man lang allein ist, sich ans Alleinsein gewöhnt hat, im Alleinsein geschult ist, entdeckt man überall dort, wo für den normalen Menschen nichts ist, immer mehr. An einer Wand entdeckt man Risse, kleine Sprünge, Unebenheiten, Ungeziefer. Es ist eine ungeheure Bewegung an den Wänden.